Star Wars Squadrons. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ihr hört vielleicht an meiner Stimme, dass ich gerade schon ein bisschen genervt bin, weil mein Problem ist, dass ich jetzt schon den dritten Versuch wage, das Ganze hier aufzunehmen. Die ersten zwei sind leider ein bisschen fehlgeschlagen, beziehungsweise beim zweiten Mal hat der PC irgendwie gar nicht erst aufgenommen. Er hat mir zwar gezeigt, er hatte eine Datei angelegt und aufgenommen und er hat mir auch das Zeichen angezeigt, dass er am Aufnehmen ist, aber er hat es irgendwie nicht aufgenommen. Und nein, es hat nichts mit meiner Festplatte zu tun, weil da ist noch genug Speicher frei. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann euch leider nicht mehr zeigen, wie ich meinen Charakter erstellt habe, aber ihr seht ihn ja jetzt schon im Hintergrund. Sie ist schon ganz aufgeregt. Sie gehört natürlich zu den Rebellen. Ich meine, ganz ehrlich, wer spielt schon gerne das Imperium? Ich werde auf jeden Fall mit euch die Story nochmal komplett von vorne spielen, beziehungsweise das Training werde ich auch nochmal kurz mit euch spielen, weil das so eine Art kleine Vorgeschichte ist zur Story an sich, damit ihr das Ganze besser versteht. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich werde einfach mal starten. Ein weiterer Sieg steht bevor. Startvorbereitung. Pilot, starte deine Cockpit-Systeme. Gewiss. Systeme sind bereit. Checks abgeschlossen. Legen wir einen sauberen Start. Folgt meinem Jäger. Sensor läuft und online. Und nun Schub einleiten und den Hangar verlassen. Haben wir. Also, ich muss das nochmal sagen, ich spiele mit einem neuen Flystick, deswegen muss ich mich da auch so ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Genug Unterstützung, um uns mit diesem Konvoi der Sympathisanten zu befassen. Staffel, wir präparieren den Gosanti-Transport. Bereithalten. Verstanden, Vigilance. Alle mir nach. Wir führen einen schnellen Flottenüberflug durch, um die Flugsteuerung zu kalibrieren. Wird gemacht. In Bewegung bleiben. Wir wollen keine Zusammenstöße. Ja, ja. Vergisst man schnell, wie groß unsere Sternenzerstörer wirklich sind. Vorsicht, die Schilde können uns nichts anhaben, doch so nah am Schiffsrumpf sollten wir gut aufpassen. Sie haben recht, Sir. Es ist toll, wieder wie früher zu fliegen. Es gibt etwas sehr Offensichtliches an einem TIE-Jäger. Unsere Feinde wissen, was ihnen blüht. Und wie ich auch schon gesagt hatte bei meinen Aufnahmen davor, ich muss mich ein wenig, ups, das war das Falsche, ich muss mich ein wenig daran gewöhnen, mich so zu neigen, weil das sehr schnell passiert, auch wenn man das gar nicht möchte mit diesem Stick. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man mit einem Controller spielt. Testen.
Systeme sind kalibriert. Die Flotte ist in gutem Zustand. Die Vigilance berichtet, dass unser Gosanti-Transport bereit ist. Helix-Staffel, begebt euch zum Gosanti und dockt für den Hyperraumsprung an. Alles klar. Stoppe unter dem Gosanti, damit die Verriegelungen schließen. Staffel angedockt und bereit für Hyperraumsprung. Helix, wir haben Unterstützung, doch das Aufspüren des Flüchtlingskonvois ist unsere Aufgabe. Sie entkommen dem Imperium nicht nochmal. Mobs Geschwindigkeit. Ja, dann gib mir mal Befehle. Trägerschiffe in Position. Blockade formiert sich. Unsere Nachhut ist zumindest gesichert. Interessant. Heute sind eine Menge Frachter unterwegs. Also könnte sich unser Konvoi unter ihnen verstecken. Genau. An alle Frachtschiffe, hier ist Captain Lyndon James vom Galaktischen Imperium. Bereithalten für sofortige Inspektion. Und hier ist der Stationsleiter von Foster Haven. Hören Sie auf, meine Kunden zu belästigen. Wenn Sie kooperieren, wird Ihnen nichts geschehen. Weitermachen, Pilot. Wird gemacht. Prüfe deinen Frontalsensor. Er erkennt potenzielle Ziele. Ziele in der Mitte des Sensors befinden sich direkt vor mir. Ja, das wissen wir. Moment, Moment. Wir waren dem Imperium immer treu ergeben. Seht ihr? Treu ergeben. Ich schwöre. Keine Anzeichen für Herkunft aus Aldera. Weitersuchen. Pilot, überprüfe diese Schiffe und stelle fest, ob die Flüchtlinge hier sind. Gut. Prüfe jetzt das nächste. Ich zahle jeden Preis. Beschlag doch nur das Schifflicht. Ganz ruhig, musste ich erstmal scannen. Keine Flüchtlinge an Bord. Weitermachen. Also beschlagnahmt ihr mein Schiff nicht? Da, ein Schiff versucht zu fliehen vor einer einfachen Inspektion. Wir sollten ihnen ein paar Manieren beibringen. An alle. Waffensysteme hochfahren. Pilot, erfasse es mit den Sensoren und feuere eine kurze Salve, um es zu beschädigen. Wenn Sie nach... Schon gut, dann scannt uns, aber stellt das Feuer ein. Keine Flüchtlinge, Sir. Nur geschmuggelte Waffen und eine Ladung Gewürze. Die Flotte kümmert sich um diese Schmuggler. Wir fliegen zur Station. So, da sind wir jetzt wieder bei der Tastenbelegung, weil ich nie weiß, wo die Tasten sind. So. Sind legitime Händler. Ihr habt kein Recht dazu. Captain,
Die Stationsverteidigung hat sich gerade aktiviert. Helix-Staffel zerstört die Geschütze. Unter Beschuss können wir nicht suchen. Hier draußen schießt niemand, ohne mit Gegenbeschuss zu rechnen. Sogar das Imperium sollte das wissen. Auf jeden Fall. Dankeschön. Captain James, ich glaube, ich habe die Flüchtlinge aufgespürt. Sind auf dem Weg. Pilot, mir nach. Ja, wenn ich sie finde und nicht hier gegenfliege, dann können wir ihr auch direkt folgen. Sollte halt nicht nur gucken, wo die anderen hinfliegen. Schließe mich der Formation an. Das ist gut. Ich würde nämlich gerne den Gegner finden. Na komm, komm. Ich kann sowieso viel besser kämpfen, wenn ich für die Rebellen kämpfe. Alle Rebellenziele zerstört. Captain, die Rebellenjäger kommen aus dem Tunnel durch die Station. Der Flüchtlingskonvoi muss da drin sein. Hinterher! Mit ihnen beschäftigen wir uns später, Stationsleiter. Ihr greift meine Station und Kunden an und beschuldigt mich, imperiale Verbrecher. Ja. Wo ist er jetzt? Ich dachte eigentlich, der Tunnel wäre hier oben. Ach, da. Ja, ist ja gut. Ich musste das jetzt so oft wieder neu aufladen. Bin außer Gefecht. Alle Systeme sind ausgefallen. Das waren Ionenraketen. Wo zur Hölle kamen die her? Entschuldige, Teresa. Nach Alderaan kann ich nicht ignorieren, was aus dem Imperium geworden ist. Sir,
Linden? Was sagen Sie da? Dass es mir egal ist, wer den Befehl erteilt hat. Ich diene nicht, um unschuldige Flüchtlinge zu verletzen. Und wenn deren Schutz mich zu einem Rebellen macht, dann sei es so. Verdammt! Pilot, versuch die Abschaltung zu umgehen. Folge dem Verräter! Lieutenant Carol an die Vigilance. Captain Javes hilft der Rebellion. Senden Sie unverzüglich Unterstützung. Ich dachte, es würde nicht so weit kommen. Raketen, Vorsicht! Verschwinden wir! Wollte nur sehen, ob du okay bist. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Diesmal auf der richtigen Seite, auf der Seite der Rebellen. Der Funkspruch klingt verzweifelt. Versteht jemand, was er sagt? Sie arbeiten daran. Okay, Echo Staffel, zu mir. Echo Staffel, hier spricht Admiral Akbar. Echo Anführer hier. Konnten Sie die Quelle des Notsignals ermitteln, Admiral? Hoffentlich. Du musst wahrscheinlich improvisieren. Halte deine Staffel gut in Schuss. Verstanden, Sir. Echo, bereit machen für Systemcheck. Geh auf Position, Staffel zu mir. Das nennt ihr also gemütlich. Starte Systemcheck. Alles klar. Oh no. Gegen einen Sternenzerstörer brauchen wir Wendigkeit. Schnell und agil, verstanden. Waffen bereit. Nur ein abgeschossener Teil ist ein guter Teil. Überprüfe Schilde. Genau, eine Weile werden wir durchhalten müssen. Schließe mich an. Die Dreh um, der ist doch mit mir in die gleiche Richtung geflogen. Okay, Staffel. Wer wenig Raketen hat, sollte jetzt Nachschub besorgen. Munition gibt's dort beim U-Flügler.
So, da müssen wir nur einmal durchfliegen und schon sind wir wieder aufgeladen. Das Notsignal von Forster Haven wurde bestätigt. Flüchtlingskonvoi bei Forster Haven steht einem imperialen Sternzerstörer gegenüber. Erbitten Hilfe. Also gut, dann mal los. Echo-Staffel aufschließen und zum Treffpunkt begeben. Das musste ja passieren, wenn die Hälfte der Flotte nicht hier ist. So, Hyperantrieb. Admiral, wir sind da. Ja, nur ist der Konvoi ziemlich weit weg. Und der Feind versperrt uns den Weg. Echo-Staffel, leitet alle Energie in die Triebwerke, fliegt unter den Sternenzerstörer und wartet auf mein Signal. Ist zwar riskant, aber wenn wir nah an den Sternenzerstörer fliegen, sollten wir sicher auf die andere Seite kommen. Jetzt zündet alle Schubdüsen! Neuen Umschub einzuleiten. Jetzt muss ich mal eben schauen. Das ist hier. Echo 5, warte. Du bist... Verdammt, 5! Staffel, konzentriert euch. Keine weiteren Verluste. Sie lösen ihre Formation auf. Großkampfschiffe sind auf dem Weg. Rebellenallianz. Konvoi benötigt Unterstützung. Das war eine imperiale Übertragung auf einem offenen Kanal. Echo Staffel vorwärts und gebt ihnen freier Schuss. Zum Glück hat jemand meinen Notruf empfangen. Ich konnte die Teils nicht länger abschütteln. Wer sind Sie? Ein Überläufer? Wenn es nach mir geht, nennen Sie mich Linden. Ich erkläre alles später. Pilotin, hilf mir, diese Jäger zurückzudrängen. Echo 4, der Quasar kommt später. Nimm die Tysons mit dir. Dann sollten wir die Tysons loswerden. Raketen abfeuern! Klasse! Das war die erste Welle. Wo ist denn jetzt meine Staffel? Verteidig den Konvoi! Schnell! Hat noch jemand Raketen? Feuert sie ab! Ui. Na komm, ein bisschen näher. Das ist gut, ich muss aber erstmal wiederfinden. Mir hängt jemand am Heck. Mir auch. Eigentlich war es der Brook, aber egal. Das war die Hälfte. Weiter so. Dieses Drehen. Schließe mich an. Die sind so viel schneller und wendiger. Spricht Admiral Aqua von der Rebellenallianz.
Laut Echo-Anführer wollen Sie sich der Rebellion anschließen. Das will und kann ich. Dann unterstützen Sie weiter die Echo-Staffel. Entschuldigung. Dein Heck ist wieder sicher. Formier uns mit der Staffel. Das Imperium greift mich an. Es greift uns alle an, Mädel. Doch nicht du, Mann! Bin getroffen! Verstanden, ein Schiff hinter uns! Jetzt nicht mehr. Wir machen dir keinen Ärger mehr. Okay, die haben sie schon abgeknallt. Okay. Moment. Das Imperium schickt einen Raider, um den Konvoi abzufangen. Wir müssen den Raider ausschalten. Pilotin, mir nach. Fast in Reichweite. Bereit machen. Ihre Schilde werden schwächer. Der Raider muss sich auf uns konzentrieren, nicht auf den Konvoi. Sieger einer neuen Marke. Der Raider hat keine Schilde mehr. Sie versuchen Schutz von den Großkampfschiffen zu erhalten. Das ist unsere Chance. Bringt es zu Ende. Ja, ich bin dabei. Ich werde angegriffen. Wir zermürben sie. Weiter so. Ja, wir haben es fast geschafft. Der Raider ist tot. Wenigstens halten Sie uns den Sternzerstörer vom Hals. Das war's. Geschichte. Gute Arbeit. Echo, dieser Konvoi muss an eine sichere Position. Rüber auf die andere Seite des MC-80. Fregatte erledigt.
Flüchtlingskonvoi. Wir haben keine Zeit. Wir müssen euch hier rausbringen. Bemelden, Allianz. Wir sind bereit für Lichtgeschwindigkeitssprung. Wartet. Der Sternenzerstörer überwacht alle möglichen Vektoren. Sie können euch immer noch finden. Pilotin, es ist riskant. Doch wenn wir das Zielerfassungssystem der Vigilance zerstören, verliert das Imperium womöglich die Spur des Konvois. Moment mal, ihr wollt zu zweit den Sternenzerstörer angreifen? Hoffentlich kann eure Flotte die Schilde unten halten. Schlag 4 zu, wir können die Zielerfassung der Vigilance zerstören. Oh, der zieht auch gar nicht nach oben. Gleich geschafft, weiter feuern. Geschafft. Zielerfassung der Vigilance ausgeschaltet. Perfekt. Alle Konvoi-Schiffe bereit machen für Lichtgeschwindigkeit. Echo-Staffel, ausschwärmen und Feinde nahe des Konvois ausschalten. Ihr beide habt's geschafft. Und jetzt weg da! Pilotin, was auch immer als nächstes kommt, du hast viele unschuldige Leben gerettet. Und mein eigenes. Der Konvoi ist sprungbereit. Wir haben der Rebellenallianz viel zu verdanken. Alle Schiffe bereit machen für Lichtgeschwindigkeit. Vier Jahre später. Wir alle wählen unseren Pfad, hell oder dunkel, Freiheit oder Zerstörung. Das Imperium vernichtete Alderaan, um Furcht zu verbreiten und die Feuer der Rebellion zu löschen. Doch die heldenhaften Piloten der Rebellenallianz entschieden sich für den Kampf, um dem Imperium zu zeigen, dass wir keine Angst haben. Ihr Mut beendete Palpatines Herrschaft und ermöglichte die Gründung der neuen Republik. Obwohl es zersplitterte, lebt das Imperium weiter. In diesem Moment steuern imperiale Streitkräfte auf den Bormea-Sektor zu. Sie wollen unsere neue Republik zerschmettern, bevor wir Halt finden. Während ihr Imperium zerbricht, versuchen sie, ihre Macht zu wahren. Doch die Galaxis ist im Wandel und ihr könnt ein Teil davon sein. Mutige und verwegene Piloten können diesen Krieg beenden. Trefft eine Entscheidung, fliegt mit der neuen Republik, verändert unsere Galaxis zum Besseren.